Also ich glaube, die Game-Version ist, wenn ich mich nicht täusche, dürfte die Game-Version, glaube ich, Version 1.3. Irgendwas sein. Okay. Ich bin mir noch unsicher, ob ich die Trailer-Mod mag. Also, ob ich die US-Trailer-Mod mag. Ja, also einfach aus dem Grund, weil ich halt die neuen DLCs noch nicht habe und so weiter. Und dann dachte ich mir dann, bis ich das habe, fahre ich einfach auf dem alten Stand so gesehen weiter. Der Stand ist zwar ungefähr ein Jahr alt, aber fährt sich ja trotzdem noch. Und da man ja das. Ja, das Gute ist ja noch, dass man zurückpatchen kann, so gesehen, das Spiel. Da muss man sich nicht so mit Würgen und Brechen versuchen, irgendwelche Mods, die auf dem. Die so gesehen jetzt irgendwie nicht irgendwie die DLCs erfordern, rumfahren muss. Rumfahren? Ich habe keine Ahnung, was ich gerade rede. Also da wird es halt viele inkompatible Sachen geben, auch an Truck-Mods und dann bleibe ich einfach bei der alten Version vom alten Stand und ja. Mega trotzdem Spaß. Das ist ein interessanter Hügel. 1102 Kilometer, wir müssen auf alle Fälle schlafen, das steht schon mal fest. Steht auf jeden Fall fest. Okay, der Trailer ist deutlich länger als gedacht. Vor allem auch deutlich länger als der andere. War ja schon fast knapp. Wo sollen wir denn überhaupt da sein? Wir sind da. Okay, wir müssen nur so schlafen, das steht schon mal fest. Wir werden erwartet am, das ist natürlich weggemacht, am Mittwoch. Ich fahre jetzt einfach, ich komme ansonsten hier nicht wieder drumherum aus diesem ganzen Gewirr. Ansonsten kommt KI nach KI nach KI nach KI. Das muss ja auch nicht sein. Da kommen wir zumindest voran. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Was war da? Das ist da. Und was war da noch? Einkaufsfeld geguckt und dann wieder nicht geguckt, natürlich nicht mitbekommen, was wir so schnell waren. Das passt. Aber wenn das immer nur Spanisch ist, dann hätte ich beim letzten Mal auch gar nicht sagen, dass wir Bier von anders machen. Ja, gesehen, dass wir Corona fahren. Und alles schon wieder Licht hier an, okay. Also ich bin mal gespannt, so weit im Osten war ich noch nicht auf der Canada Dream Map. Auch nicht in der alten Version. Okay, na, ja, das übliche Problem. Ich hätte eigentlich direkt auf 87 Kilometer pro Stunde oder so einstellen sollen. Bei fahren jetzt vielleicht auch ein bisschen schneller. Unbedingt. 87 ist für die 100er. Ja. Freeways. Wie auch immer es bezeichnet wird. Aber Backroads. Wobei Backroads sind es ja nicht. Backroads sind ja eher die.
Wobei das. Ja, die staubigen. Dieses. Mit dem Handy zu swipen, das war auch deutlich handlicher mal. Mit der Swipe-Tastatur. Das war deutlich funktionssüchtiger. Auch was wir sind im 16. Gang. Ach doch. Wir müssen ja nicht genügend. Oh Gott, ja. Nein, nein, nicht. Und dann können wir dann müssen wir schon mal. Ich weiß gar nicht, ob wir beim letzten. Bei der ursprünglichen, sag ich mal, Staffel 3 auch schon mal so eine Weitstrecke gefahren sind. Also weit sind wir auch gefahren, das weiß ich. Die längste Folge war ja sogar 1 Stunde 19 oder so lang. Da werde ich wahrscheinlich dort auch. Alles klar. Guten Hunger. Ich glaube, das ist. Da mussten wir auch mal starten. Also ich glaube, vielleicht haben wir sogar tatsächlich schon mal so Weitstrecken zurückgelegt. Wobei es lohnt sich jetzt nicht im YouTube-Studio nachzugucken. Bis ich das gefunden habe, sind wir schon da. Traurig aber wahr. Obwohl trotzdem so, ja. Ja. Ist ein weiter Weg. Oh. Also. Mir gefällt, dass man teilweise von der KI auch die Motorbremse hört. Die Engine Brake. Ist das schon nice gemacht? Oder war das die von uns? Kann natürlich auch die Dutata von uns gewesen sein. Oh Gott! Hatten wir einfach zu viel Tempo drauf. Weil wir haben nur 55.000 Pfund. Ach, 5, nein, nicht mal. Wenn man nur. Ist eigentlich nichts, was wir haben. Wobei. 23.000 Pfund. Ja, ist schon ordentlich Salat, aber. Es ging halt Backup, das war halt das Problem. Irgendwie war es zeitlich nicht mehr passend. Wir waren sogar auf einer höchsten Retarder-Stufe. Vergessen 87 Kilometer pro Stunde. Und da war es mit dem Engine Brake, schade. Dann war es doch in Anführungszeichen nur unser eigener Retarder, den ich gehört habe. Hoppala. Dann sollten wir nicht im Gegenverkehr schalten. Fahren wir es einfach doch mal kurz mit Tempomat 104 und rollen es dann gleich wieder aus. Oder lassen wir uns gleich wieder ausrollen, besser gesagt. Ich glaube, selbst wenn wir mit Rotation fahren, dann werden wir hier in diesem Projekt die 1 Million Kilometer Marke und auch die 1 Million Meilen Marke definitiv
definitiv sehr, sehr früh schaffen. Also, ja, sehr, sehr früh, also ziemlich früh knacken. Weiß ich nicht wann, aber doch schon früh. 9000 bekommen für diesen Auftrag, ne? Ja, schon. Oh, es geht auf dem Highway. Oder vielleicht ist es zweispurig. Uiuiui. Also ich habe schon das Gefühl, dass bei diesen T-Kreuzungen, dass dort die KI-Unfallgefahr schon ziemlich groß ist. Ich meine, das ist jetzt der zweite Unfall, den wir jetzt heute hatten. Aber was heißt hatten? Wir hatten den ja nicht. Wir haben ihn gesehen, sagen wir es mal so. Oder wir haben ein Unfallfahrzeug, besser gesagt, gesehen. Den ersten Unfall haben wir eigentlich auch gar nicht gesehen. Viele wollen hier rechts abbiegen, okay. Können wir schon langsam nicht anmachen. Ist der bereits 20 Uhr abends? 8 Uhr abends, 20 Uhr, je nachdem. Das Doppelte hat jetzt keinen Sinn gemacht. Aber da kommen wir jetzt wirklich mal zumindest für den Abschnitt der Zweispurigkeit. Wollen wir mal wieder mit Tempomat 105 fahren? Das wird so 104, aber. Boah. So gut wie 20, ja, ungefähr knapp unter 20 km pro Stunde mehr. Ich bin auch echt gespannt, wie sich das so im Osten entwickelt. Ob das landschaftlich. Warum sage ich immer landwirtschaftlich? Ob das landschaftlich sich verändert oder nicht? Wobei das vielleicht auch interessant wäre Richtung Nordwesten. Ich glaube, das geht dann sogar tatsächlich bis nach... Oh, wie hieß das Gebiet? War das... Ich glaube, Nunavik war, glaube ich... War Nunavik jetzt ein Staat oder eine Stadt? Ich glaube, Nunavik war eine Stadt. Oder? Also wie gesagt, bin mal gespannt, wie sich die Map so verändert. Ob das jetzt immer so, ich sag mal, gleichbleibend ist oder ob das, also nennen wir es mal gleichbleibend. Also es bleibt ja nicht immer exakt gleich, oder? Sondern nicht, ist nicht immer dasselbe, aber halt, ob da halt Variationen kommen zu den ganzen zu der Vegetation auch. Also gut, wir hatten jetzt natürlich hier ein bisschen Gras, wir hatten Büsche, wir hatten Felsen, aber ob es halt auch so ein bisschen vielleicht karger wird, also weniger bewaldet und so weiter, mit Flüssen auch zum Teil. Mal gucken. Werden wir im Laufe der Zeit sehen. Ich bin gespannt. Wieder zwei Nachrichten. Ich muss dann auch nur auf die eine Nachricht antworten. Ja. Oh, was sind Nachrichten?
zwei Nachrichten, ob die jetzt zusammengehören, zusammenhängen oder ob das jetzt, ob die zweite Nachricht jetzt irgendwie eine Relation zur ersten ist, ist halt wie eine andere Frage. Manchmal wünsche ich mir, dass die Nachrichten, weil das jede Nachricht bei Dings, bei Discord Timestamp hat und nicht irgendwie nur so ein Nachrichtenblock. Ich spiele mit Tastatur. Ich weiß gar nicht, wie das. Ich glaube, damals habe ich auch mit Tastatur nur gespielt. Das ist einfach nur. Hä? Ein anderer Stahl? Nee. Hä? Bonjour. Okay. Moment. Ich glaube, ich habe gar nicht wirklich darauf geachtet, ob wir jetzt immer noch in Ontario bleiben oder ob wir nach Quebec fahren. Fällt mir gerade auf. Scheinbar fahren wir nach Quebec. Hoppla. Ich weiß gar nicht. Ich meine, ich habe mal mit dem Gedanken gespielt, mit dem Controller zu spielen oder mit dem Controller mal zu probieren, aber den Controller habe ich nur benutzt bei On the Road. Weil da die Tastatursteuerung und die Einstellung Möglichkeiten von der Sensibilität der Tastatur nicht also es war da, aber es hat irgendwie nicht wirklich viel gebracht. Also so entspannt, wie es quasi jetzt hier ist, war es mit dem sensibelsten überhaupt nicht so. Überhaupt Maussteuerung bloß nicht, da brauche ich dann. Wenn ich mit Maussteuerung fahre, dann brauche ich gar nicht erst mit ist das. Oh Gott. Da ist halt wieder das. Ist das nur mit der. Mit der Hin- und Herbewegung? Ist das so gemacht? Oder ist das, wenn man. Moment, ich glaube, es war mit Rechtsklick. Nee. Okay, mit irgendeinem. Okay, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber das, da würde ich Unfälle bauen, ich weiß gar nicht mehr. Da würde ich nicht sensibel genug steuern können, das wäre zu rabiat dann. Und Lenkrad habe ich nicht, von daher bleibe ich bei der Tastatur. Und ich finde, also im Gegensatz zu den alten Spielen, also im Gegensatz zu den Urgesteinen, sag ich mal, so wie wir jetzt. ETS, also so gesehen ETS 1 in Anführungszeichen, da konnte man ja überhaupt nicht, da musste man ja, wenn man wirklich mit Tastatur gefahren ist, musste man ja quasi so fahren, damit man wirklich irgendwie angenehm fahren konnte, beziehungsweise habe ich das so gemacht. Ging bestimmt auch so, aber das war halt dann ja doch schon, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, bei Bus-Simulator 18 heißt das irgendwie Rennsteuerung oder so. Warum auch immer das als Rennsteuerung klassifiziert wird, dass wenn man so gesehen nach rechts drückt, dann automatisch so richtig hart reinlenkt, aber. Da gibt es zum Glück auch die Dings, die realistische Steuerung oder war das die Rennsteuerung? Ich weiß es echt nicht mehr. Auf dem Gaming Empire Group Kanal aktuell eher nicht. Ich glaube, prinzipiell könnte es sogar noch Material geben, aber ich dachte nur von The Forest. Aber da sind wir jetzt aktuell auch nur noch wirklich zu zweit, die Videos machen oder dafür Zeit überhaupt noch haben, mehr oder weniger, oder die Zeit auftreiben können. Von daher ist das erstmal leider so, dass das Projekt auch erstmal, wie soll ich sagen, auf Eis gelegt ist. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es irgendwie irgendwann nochmal hin, dass man irgendwie zu dritt was macht, was man jetzt nicht irgendwie für den eigenen Kanal macht, sondern. Oh, das erste Mal, dass wir jetzt so eine Mitteilung bekommen. Wir können sie umfahren, hervorragend.
Also, ja. Ich hoffe mal, da kommt noch mal was. Ich muss mir dann, glaube ich, noch mal die Zusatzdaten, der Zugang, Zusatzzugangs, meine Güte. Ich glaube, ich muss mir dann noch mal die Zugangsdaten, ja. Habe ich jetzt Zusatz oder Zugangs gesagt? Meine Fresse. Weil ich glaube, ich durch den PC Neuaussetzung muss ich noch mal rein. Ja. Das war bei mir auch so, dass ich mich noch so ein bisschen erschrocken habe, beziehungsweise, also eigentlich, was heißt erschrocken, also ich glaube, ich bin mir unsicher, ich glaube, ich bin sogar beim ersten Mal, wo ich es umgehen konnte, die Wiegestation, bin ich trotzdem auf die Wiegestation draufgefahren, weil ich das nicht wirklich realisiert habe, weil ich halt, ich weiß nicht, ich glaube, so beim gefühlt tausendsten ersten Mal durfte ich den vorbeifahren. Da war das dann so schon fast so drin, so nach dem Motto, ja. Ich glaube, es wurde auch gar nicht angezeigt. Ich glaube, wenn man vorbeigefahren ist, dann wurde das nicht wirklich vorbeifahren durfte. Schon wieder so ein selbes Ereignis. Ich glaube, da wurde das nicht angezeigt, dass das dann so gesehen das Infofenster im Navigationssystem weggegangen ist. Aber das über dem Navigations- und Anzeigedisplay, dass da nicht diese Meldung war mit dem grünen Zeichen, dass man weiterfahren kann. Aber ich finde es schon eine schöne, okay, was heißt schönes Feature. Ich meine, wenn man es mal so sieht, so betrachtet, musste das ja umgesetzt werden. Weil es ja in Amerika und auch in Kanada ja gang und gäbe ist. Das Einzige, was ich wirklich schade finde, an dem US Trailer Pack, zumindest an dieser Version, ich hoffe mal, dass es, vielleicht ist es ja in der Zukunft mittlerweile behoben worden, aber dass halt die Trailer gar kein Licht haben. Schon eine Kilometer nur noch. Ui. 7 Stunden Fahrt. Aber können wir das dann beim nächsten Stop mal hinlegen. Wir fahren runter, oder? Wir fahren Richtung Süden an. Dann kommt er ja schon drei Bier in die Tanke. Danke dir, wünsche ich dir auch. Es ist halt dunkel, man sieht überhaupt nichts. Es ist halt wirklich. Das ist schon ein richtiger Break-Check mit dem US Trailer Pack. Da sind die Bremslichter nicht und muss dann voll an die vorbei rauschen. Ich finde es ganz cool, dass wir jetzt so langsam wieder fahren. Hätte man doch schon lieber tagsüber. Ne? Möglichst wenig bei Nacht fahren, damit man nicht dieser unnötigen Gefahr noch ausgesetzt ist. Mich interessiert, ich habe doch jetzt auch so einen Trailer, ne? Der ist halt auch. Sieht es halt auch. Der ist halt schade. Aber was mecke ich? Ich kenne mich da mal nicht aus. Ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Modden ist von solchen Trailer Packs. Wenn ich es könnte, würde ich es. Also, dass es machbar ist, ist ja klar. Also, sag mal, wenn ich sowas modden könnte, dann würde ich das erst veröffentlichen, wenn das funktioniert. Aber das liegt vielleicht auch daran, weil ich halt so ein
Da kriegt dann der Perfektionismus wieder rein. Ich muss dran denken, ich muss gleich, glaube ich, Leaks raus. Tanken könnten wir machen. Wenn wir schon mal hier sind. Vorfahrt hier nehmen, wenn wir sonst nicht draufkommen. Ausgehen und tanken. Erstmal einsteigen, was ist denn mit dir? Ja, ich dachte, die Gesellschaft kosten sollen. Was hupst du denn hier, wenn andere schlafen? So, ja, hat auch selber gemacht. Mein. Nichts gesagt. War klar. Es ist halt wieder blöd, dass man nicht hier überall parken kann. Dann wollen wir mal kurz schlafen. Das ist noch relativ gut. Haben wir noch 400 Kilometer vor uns, sind ja schon fast da. Längsrum war das genau. Zu wissen. Das so machen.
Meine Fresse. Also, echt mit. Mir muss es mal schreiben, das ist halt echt. Uff. Ja, schreibt doch noch mehr groß, meine Güte. Funktionieren würde. Ich glaube, damals hat es nicht funktioniert mit dem, kann man glaube ich auch die KI in der Konsole geringer stellen, dann würde ich das vielleicht darüber machen und nicht über irgendeine Mod-Version, die funktioniert. Ach ja. Bitte mal machen wir nicht hin, ne? Ja, den nehme ich dann. Sagen, ich mache noch dieser Folge Schluss. Oh, nach dieser Folge haben wir ja schon mal jetzt mal wieder Feierabend hier, was den Stream betrifft. Im nächsten Stream werden wir einfach die 6. Tour fahren. Dann machen wir einfach was, versuchen es so zu machen, dass wir mal 5 Touren fahren oder wenn wir es nicht schaffen mit 5 Touren, dass wir danach den Stream vom Projekt danach dann einfach das, was wir nicht fahren konnten, zeitlich gesehen an dem einen Tag, dann an dem einen Stream, dass wir das dann einfach nachholen. Wobei wir das halt dann trotzdem immer noch im Rahmen von unter 8 Stunden sein sollten. Das darf ich nicht vergessen. Twitch wäre das ja kein Problem länger als 8 Stunden, aber bei YouTube ist das ja so ein bisschen das Problem. Es wird Gas geben für den Berg. Thank you.
Oh, komm, Gas geben. Okay, vielleicht auch nicht. Schatten umgeholt. Oh, zweimal derselbe Truck mit fast derselben Namen. Also selbe Farbe, fast derselbe Namen. Tempo Mortis. Was ist denn Waffen? Nein, ich. Gehen wohl nochmal, sind ja schon fast durch. Und also 177 Kilometer noch. Können jemand ja vorlassen, obwohl er keinen Fluss überholen sollte, können sollte. Wir sind ja am Limit, fahren wir ja selber. Wir fahren ja selbst am Limit. Das Landschaft liegt natürlich, obwohl wir kommen aber schnell an der Stadt an. Ne? Montreal war ich noch nicht gewesen. Obwohl. Ne, es sieht nur so aus, oder? Ich glaube, wir waren noch nicht in Montreal gewesen. In der ursprünglichen Version. Ne? Wir waren an einer Grenzstadt, das weiß ich, die auch größer war. Vielleicht waren wir auch schon im Montreal, das kann natürlich auch sein. Und ich erzähle es hier einfach Quatsch, aber wir fahren ja auch nur durch. Ich ist trotzdem erst auch mal in Montreal. Dennoch wäre es auch mal in Montreal. Geholt. Bis 40 Miles. Also man darf nicht vergessen, dass wir wahrscheinlich sehr viele, dass wir hier noch teilweise Bugs haben, die garantiert in der aktuellen Version schon behoben wurden. Und so wie das aussieht, waren wir schon mal in Montreal gewesen. Hui. Ist auch nicht so schlimm. Zumindest mal wieder eine größere Stadt, durch die wir durchfahren. Oh oh. Oh, come on. Oh, ne, der steht ja noch da. Okay, was passiert jetzt hier?
Hoppla, das war nicht geplant. Wäre auch blöd, wenn es geplant gewesen wäre. Ich habe das Gefühl, dass in der Ampel ja was stehen werden. Hey Maximilian. Oh, gut. Interessant. Okay, das gefällt mir jetzt auch wieder. Oh, die Kurve nicht wirklich bekommen. Interessant, dass bei... ich frage mich sowieso, wie das Textsystem bei YouTube funktioniert. Also es geht ja, glaube ich, auch mit Ad. Person und so weiter, also @XY, glaube ich. Ich meine, zumindest machen das viele. Schon ein paar Jahre her. Das ja, kann sehr gut sein. Ich war ja auch mehr oder weniger ein Jahr inaktiv, oder sagen wir mal 9 Monate besser gesagt. Waren das 9 Monate? 8 Monate waren das, glaube ich. Ich weiß es schon überhaupt nicht. Also nicht mal so lange her und ich habe keine Ahnung mehr. Ja, ob was passiert ist, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was der letzte Stand ist. Auf alle Fälle, was ich gut finde, das ist ähnlich wie bei... dass auch der Name allein ausreicht, um markiert zu werden. Alten Videos. Der alte Videos haben wir. Da ist ja schon wieder die Frage, was ist die Definition von alt? Ist alt jetzt 3 Jahre oder ist alt 5 Jahre? Weil ich mich an die 3 Jahre Sachen auch schon fast kaum noch erinnern kann. Also, wenn ich einfach nur dran denke, also wenn ich überlege, was waren 3 Jahren, so nach dem Motto. Aber es war schon ordentlich an Videos, was da draußen gekommen sind oder auch Projekte, wo ich gar nicht mehr wusste, dass es die überhaupt mal gab. Ach so, ja. Da sind natürlich durch die schöne Markierung, die interessanterweise orange ist, gar nicht wirklich mitbekommen. Ui, Kurve. Mir geht es eigentlich soweit ganz gut. Also, es ist aber auch hier. Ja, wahrscheinlich kann man durch die Bäume durchfahren, aber das wollen wir nicht machen. Drei in etwa. Im anderen Account. Na gut. Das kann vielleicht daran liegen, dass ich mich dann vielleicht nicht daran erinnere. Weil ich habe auch gesehen, dass viele Leute auch ihren, also das Kommentarschreiber mittlerweile auch ihren Namen wieder geändert haben. Gut, habe ich auch gemacht. Das würde dieser Kanal ist ja durch mehrere von diesen Namensänderungen gegangen. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich habe vorher ganz am Anfang war es mal, glaube ich, Funky Junkies LP. Dann irgendwann ohne LP und dann jetzt halt irgendwann. Irgendwann habe ich schon den Schluss gefasst, dass ich dann. Da ich das sowieso noch alleine gemacht habe, mehr oder weniger den Kanal hier. Der ja ursprünglichen. Ja. Also vor 6 Jahren mittlerweile schon. Ich glaube, 6 Jahre ist es her, das erste Video. Oder über 6 Jahre. Also. Dann. Jahr demnach oder im 6. Jahr. Ihr müsst dann ja im 7. Jahr sein, oder? Wenn der 12. Monat um ist, dann ist das dann ein Jahr. Ja, das ist doch 6 Jahre, oder? Nee. Das Jahr beginnt von so gesehen von 365 Tage zu dem anderen. Ich glaube, ich habe gerade einen Denkfehler. Ne, dann muss es ja 6 Jahre ja sein. Oder mehr als 6 Jahre. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, da war es ja noch gedacht, dass man das zu dritt macht. Aber gut.
irgendwann bin ich dann so im Schluss gekommen, dass ich den Kanalnamen nochmal ändere und bin irgendwie aufs Heldenspinner gekommen. Hoppala. Aber ja, mir geht's soweit ganz gut. Und dir? Okay, was ist gut? Ich hab Hunger. Also, das heißt, ich muss noch mal kurz einkaufen. Ja. Erst auch mal in Trois-Rivières. Ja, das sind. Ich merke selber schon, dass meine Aussprache vom Französischen nicht mehr so gut ist, wie sie mal gewesen ist, aber es kommt davon, wenn man außer Übung ist. Jetzt sehe ich natürlich nicht, wenn es grün wird. Halt überhaupt nicht. Jetzt gesehen, ja gut, durch den hätte ich es auch gesehen, aber kam ja auch etwas später. So eine Englisch hier. Na, ja, passt. Zum Glück ist der Hof ganz groß. Wo müssen wir hin? Wir müssen nach hier hin. Perfekt. Jetzt mal Graffiti wegmachen. Oh Gott. Und abladen. Die Frage ist. Gibt es hier irgendwie einen. Ne, gibt's nicht. Hol es von hinten vielleicht beim Ausladen. Eine Animation her. 1105 Kilometer, das war. Eine Strecke. 23,5 Stunden, 145 Gallonen Verbrauch. Dafür haben wir 9000 bekommen, wobei wir glaube ich noch 2000 abgezogen bekommen haben. Ein Unfall. Durch den Ditcher 706 Erfahrungspunkte und einen unverteilten Fähigkeitspunkt, den wir auf hochwertige Fracht packen. Hochwertige Fracht sind jetzt freigeschaltet, plus 5% höhere Vergütung und plus 18% mehr Erfahrungsprozent. Bonus.